Ja, also Sommerresidenz Le Buchto, das wird eine schöne Sommerresidenz. Ich finde den Namen so geil, ne? Ich glaube, ich weiß, wie die Überschrift heißen wird. So, jetzt werden wir jetzt mal gucken. Also das hier wird das Haus draufstehen. Und hinten, nach hinten werden wir jetzt einen Garten machen. Einen schönen Le Buchto Garten. Sommerresidenz Le Buchto. Ich könnte es tausendmal noch sagen. So, 4 Stacks sollten dann hoffentlich auch irgendwann reichen. Ich hoffe, hier wächst Gras drauf. Mann, das müssen wir auch noch mal hinkriegen, dass hier Gras drauf wächst. Das reicht fürs Erste. Ich will es ja nicht übertreiben. So. Müssen wir gucken, wann wir uns wieder zurückbauen. So. Ja, Sommerresidenz Le Buchto. Wie komme ich eigentlich auf diesen Namen? Der ist sowas von. Ja. Jetzt weiß ich, wo ich hinziehe. Am besten nach Frankreich. Oder nach Frankfurt. Ja. So. Ups. Das hätten wir. So. Und dann füllen wir diese Fläche auch aus. Also Wasser hat diese Fläche, diese Grasfläche. Jetzt fehlt nur noch dann die der Rasen. Hier soll Rasen drauf wachsen. Aber solange ich kann, also solange keine Sonne da ist, kann auch kein Rasen wachsen. Das ist natürlich verständlich, ne? Ah ja. So, jetzt verschwindet hier auch das Wasser langsam und dann haben wir auch schon die ersten 2 Stacks hier reingebracht und da fehlt noch ein bisschen was. Na gut, okay, da haben wir jetzt noch ein bisschen was. Ein bisschen was. Tut mir leid. So, dann haben wir auf jeden Fall noch mal ein bisschen was und wenn wir mal gucken. Oh, bin ich runtergefallen ins Wasser. So. 56, 55, 54, 53. Hoffentlich reicht es, sonst müssen wir noch mal rüberlaufen und noch ein bisschen Gras holen. Gras, Gras, Gras. Ein bisschen Gras holen. Und ich habe mir gedacht, die Sommerresidenz soll eine Bar, eine schöne Bar bekommen. Vielleicht ein Schlafzimmer. Tische, einen richtigen Tisch mit Stühlen, Tisch mit Stühlen, ja. Ein Pool soll es dann draußen geben und ja. Ah, es wird hell. So, ich muss jetzt mal meinen Kopfhörer richtig aufsetzen. So. Geht ja gar nicht. Mal, wie viel haben wir noch? Ach, guck mal. Ach, ein Stack. Okay, das reicht auf jeden Fall. Will ich nur hoffen, dass jetzt hier auf dieser Fläche mal Gras wächst, sonst müssen wir nachhelfen. Mit einer Linie vom Land, vom Land oder so. Dann würde ich sagen, schlachten wir jetzt erstmal so ein bisschen Holz ab. Und also hier vorne am besten so ein bisschen, damit wir hier so ein bisschen den Weg frei haben, weil hier soll dann später noch ein Weg entstehen. Eine 1,9 am besten, weil es da jetzt auch noch so einen Weg oder sowas gibt. Oh, das wird schon ganz schön. Aber erstmal müssen wir jetzt das machen, was mir jetzt eigentlich nicht so richtig gefällt, und zwar das Bäume fällen. Darauf habe ich jetzt eigentlich keine Lust, aber wir brauchen jetzt Holz hierfür und das Holzlager, das wollte ich jetzt nicht aufbrauchen, da wollte ich jetzt nicht hinrennen, deshalb. Außerdem haben wir ja Äxte. Ah, da können wir das doch gleich mitnehmen, alles. Können wir noch alles gleich die mitnehmen.
Ich glaube, in diesem Lied haben sich zwei Paare gefunden. Und es ist Weihnachten. In Essen. So. Ah. Ich spiele übrigens wieder mit dem Fateful Texture Pack, wie man sieht, mit dem Fateful, das gefällt mir momentan am besten. Damit wirkt das viel schöner, habe ich das Gefühl. Ein bisschen hochauflösender. Die ganzen Texturen. Und wir wissen ja alle, Minecraft hat ja generell nicht so eine gute Grafik. Na, man könnte natürlich sagen, gut, wir machen jetzt, also es gibt ja hier Shader-Mods und sowas und, können die natürlich auch reinmachen, aber meine Grafikkarte, ganz ehrlich, die macht überhaupt nichts mehr mit. Die macht nichts mit. Nee. Also, sowas wird sie nicht mitmachen. Ja. So. Der Baum kommt jetzt nochmal weg hier und da oben komme ich jetzt wieder nicht an. Hoch. Geht auch mal die Axt kaputt. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. So, dann mache ich das ja alles bis nach oben hinweg. Und dann habe ich auch eine gute Idee. Wir können nämlich hüpfen und dann so weitermachen. So dauert das zwar länger, aber... Okay. Was sagt sie? Ich bin jetzt gerade beim Verstehen, was sie sagt. Mal kurz leise. Pff, hat gerade eine Tür geknallt, aber richtig. Hm, passiert hier öfters. Na gut, wenn man jetzt die Fenster hier auf hat, passiert das öfters. Aber ich wollte mal lauschen. Okay, scheint schon mal vorbei zu sein. Ich habe jetzt nicht ganz verstanden, was sie gesagt hat. Aber irgendwas mit, dass da eine Person wäre und sie berührt den Kopf oder sowas. Keine Ahnung. Irgendwie sowas habe ich verstanden. War aber auch relativ leise. So. Das können wir dann nochmal hier gebrauchen. Müssen wir mal gucken. Wir können jetzt natürlich so ein kleineres Haus machen, wo wir den Weg noch haben. Ich würde es dann tatsächlich so machen. Immer zwei Abstand. So finde ich es auch eigentlich besser. So finde ich es tatsächlich besser. Ist aber jetzt... Birke wäre auch interessant. Zu benutzen als Wand. Ja. Guck mal, ein kleines... Häschen. Tschüss. Hey. Spring mir nicht von der Plattform. Tut mir leid. So, aber Ungeziefer brauchen wir hier nicht. Ich würde auch das hier nehmen, dieses Eichenholz. Ich glaube, ich nehme das normale Eichenholz hierfür, für die Wände. Warte mal. Genau mal.
gleich so ein bisschen nachdenken. Hier mit dem Eingang. So, der Eingang. Dann an der Wand. Hier haben wir noch ein Stack. Jetzt haben wir noch zwei Stacks. Oha. Mal gucken. Ich mache jetzt hier auf jeden Fall so, dann gehe ich einfach mal rundherum. Und setze das hier alles hoch. Setzen wir das Gerüst hoch. So. Das hier auch nochmal und dann wieder nach links. Oder nach hinten, so wie man sehen möchte. Und dann sind wir auch schon da. So. Dachtechnisch, da kommen wir gleich zu. Mal gucken. Das passt von den Fenstern. Hier sind drei. Hier sind... Oh Mann. Das passt aber nicht. Scheiße. Warte mal. Können wir auch eine Dreiertür draus machen? Das passt dann echt nicht. Da hätte ich vielleicht früher gucken müssen. Ist zwar jetzt von der Brücke her ein bisschen schief, aber gut, okay. Können wir jetzt nichts machen. So, da haben wir schon mal die Tür drin. Können wir hier auch eigentlich schon so zubauen. Auf dieser Seite auch nochmal. Genau, zwei. Doppelt. Doppelt gemoppelt. So. Und das haben wir dann. Dann können wir jetzt mal die Werkbank hier hinstellen. Und eine Kiste brauchen wir dann, wo wir dieses Zeug jetzt all reinmachen, damit wir dann nächsten Aufnahme weitermachen können. Ich wollte nämlich jetzt eine Aufnahmesession machen, eine Aufnahmepause machen. Bin nämlich ein bisschen hinterher mit den Folgen, das merkt ihr gar nicht, aber ich bin tatsächlich ein bisschen hinterher. Dann gehe ich jetzt, ich kann natürlich auch hier Tschüss sagen. Dann sage ich von hier aus, vielen Dank fürs Zuschauen. War wieder eine schöne Aufnahmesession. Gut mit den Türknallen. Das war jetzt wegen dem Wind jetzt hier bei uns sehr warm. Jetzt wieder draußen. Das, mal die Fenster aufreißen, ne? So. Gut, darüber wollte ich aber jetzt nicht weiter reden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahmesession, wieder in der nächsten Folge. Also am nächsten Tag höchstwahrscheinlich. Oder auch nächste Woche. Muss ich gucken, wie ich das schaffe mit den Aufnehmen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns bei einem anderen Video wieder. Macht's gut. Ciao.